Ein herzliches Willkommen zurück zu Bleach, zu Soul Resurrection, den womöglich letzten, ist der letzte Part. Aber bevor wir jetzt die letzten beiden Episoden angehen, möchte ich euch zeigen, warum ich das Spiel so lange gespielt habe. Denn wir gucken uns das Level-Up-System an. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, wie viel, 19 Charaktere, glaube ich. Und jeder Charakter kann auf Level 175 Level werden. Und zum Beispiel braucht man jetzt hier für pro Punkt, geht von 500 Punkten bis hin zu 10.000, wenn ich mich nicht irre, 10.000 Punkten. Ja, was mit Chico zwar hier 83.000. Es gibt ja sogar welche mit 50.000, wo man welche einlöst, 50.000. Und das ganze Feld ist übersät mit Skillpunkten, die man verteilen muss. Halt ungefähr wie das Barrow-Feld von Final Fantasy X, wenn euch das sagt, das Barrow-Brett, so ungefähr ist das hier auch. Man kommt halt nicht durch. Dann gibt es halt so zwischendrin diese Verbindungspunkte, die man erst offengelegt hat, wenn andere Charaktere ein bestimmtes Level erreicht haben. Also ist es doch ziemlich nah am Barrow-Brett von Final Fantasy X. Und das habe ich halt bei jedem Charakter gemacht. Jeder Charakter ist auf dem Maximum-Level. Aber wenn das Spiel wäre ja nicht lang. Es wäre ja nicht übertrieben lang, wenn man nur das machen müsste. Denn für 100% musste man auch erstmal in Soul Attack Modus natürlich auch den Highscore so knapp wie möglich schaffen und auch so bestimmt viele Gene bekommen. Aber für Platin hat ja längst gezogen dieser Missionsmodus. Denn erstmal muss man alles auf S-Rang schaffen. Und natürlich wird es immer schwerer. Hier, glaube ich, bei 28 gibt's jeden Gegner als Boss noch nebenbei. Jeden fucking Gegner. Und das wäre nicht das Schlimme genug, wenn man nicht mit jedem Charakter ist. Man muss jede Mission mit jedem Charakter durchspielen. Und es dauert halt übertrieben lange, wenn man Mission 28 mit jedem Charakter schaffen will, dann muss man jeden Charakter auf Maximum Level haben. Sonst sieht man da kein Land, weil es einfach übertrieben schwer ist. Rechts gibt es auch hier Missionen, die man da hat, weil gibt es hier ein Timelimit benutzt, musst du halt 12 Minuten schaffen und kannst halt deine Ulti nicht nutzen. Oder, ja, besiege nur 200 Hollows oder du kannst nicht kontern oder du hast kein Lebens mehr, also nur ein Leben. Du kannst ihn nicht verteidigen. Oder dass du hier zum Beispiel, dass du und deine Gegner alle mit One-Hit tot sind. Es zieht sich hier teilweise. Und das ist natürlich übertrieben und deswegen hat das Spiel auch, ich kann euch das noch mal zeigen, nur mal zur Erinnerung. Deswegen habe ich 216 Stunden gespielt und das ist wirklich sehr lange. Aber gut, dann gehen wir jetzt erstmal die letzten beiden Story-Kapitel an, bevor ich hier noch weiter laber. Und es geht weiter mit Episode 13, Awakening. Und ich spiele natürlich auch Very Hard, weil mit den Charakteren, die ich habe, ist mir leicht, viel zu leicht. Also wirklich hardcore leicht. Ich möchte ja auch was zeigen können. Ich möchte die Part ja auch ein bisschen in Länge ziehen, sage ich mal. Also jetzt nicht gut, nicht in Länge ziehen, aber der soll halt schon ansprechend gestaltet werden. Und das geht halt nicht, wenn ich die Bosse mit einem Schlag töte. Ich meine, das interessiert keinen Sau denn. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das eigentlich ganz gut, dass ich so mache. Und so sieht auch ein harten Modus. Und natürlich ist es denn, es wäre skillos, jetzt noch den leichten Modus zu nehmen, beziehungsweise den normalen. So, und da ist der Gin. Der gute Gin. Ja, das letzte Mal, wo die gegeneinander gekämpft haben, hat Gin ja sein langes Schwert eingesetzt und da ist er auch ein. Ich glaube, da ist Ichigo das erste Mal, wo Ichigo das erste Mal in der Soul Society war, kam Gin gleich hier gegen an. Und er war ja einer der Kommandanten, glaube ich. Deswegen hat er auch diesen weißen Anzug an. Aber der ist halt böse. Beziehungsweise. Ja, wenn ich möchte halt nicht spoilern. Er ist, sagen wir mal, er gehört zu den Guten. Später. Auch wenn er nicht so aussieht. Aber gut, machen wir ihn fertig. Gin Ichimaru. Mit Ichigo Kurosaki. So. Kommen überhaupt alle Charaktere, die es so in dem Spiel gibt, auch in der Geschichte vor? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Gut, machen wir ihn kaputt. Erstmal müssen wir ihn erstmal, ja. Er setzt wahrscheinlich das Ausgangs-Special ein. Genau, jetzt verwandelt er sich schon mal und dann setzt er wahrscheinlich auch sein Special ein. Ja. Aber auch wenn. Ja, er wird natürlich keine Chance gegen uns haben, weil wir sind halt übertrieben stark. Wir haben eine gute Regenerationsrate. Und eigentlich ist der Schwierigkeitsgrad vom letzten Missionsmodus eigentlich für uns das Optimalste.
Denn hier im Story-Modus haben die Gegner auch sehr, also hat den Story-Modus auch sehr schwer machen, ist mir das leichteste hier im Spiel. Natürlich muss man die dementsprechenden Charaktere auch alle leveln, sonst kommen wir ja nicht durch. Zum Beispiel mit Carpaccio ist das eklige Elf gewesen. Den zu leveln. Carpaccio hat, glaube ich, am längsten gedauert. Also wirklich, der ist. Weil er keine Kombos aufbauen kann und desto mehr Kombos du hast in dem Spiel, desto mehr Seelen am Ende kriegst. Das heißt, hast du eine 200er Kombo, kriegst schon das Doppelte an Seelen an, wo du, wenn du pro Gegner den du killst. Und irgendwann das geht das zum Vierfachen. Und natürlich darfst du die Kombo halt nicht auch unterbrechen, sonst ist das natürlich, ja, dann kriegst du halt nicht mehr das Vierfache. Und es geht darum, dass man so viele Seelen mit Seelen sind, sozusagen die Zahlen, sind sogar die Kosten, die man mit auf das Sterbebett ausgibt. Ja, so ist das. Hat er uns nochmal aufgespießt? Dann setzen wir nochmal schön Getsuga Tenshi ein, oder? Ah, siehst du, er hat eine neue Maske auf. Und das war's auch schon. War das schon mit Kapitel 13? Das wäre ja ein bisschen schwach, oder? Aber gut, wir sehen mal weiter, was hier so passiert. Na, da ist ja schon der gute Eisen. Oh ja, da guckst du doof. Öffne die Tore. Okay. Yes. Wait. Die Maske bricht. Ja. Ist er nicht sexy? Ist er ein sexy Boy? Aber eigentlich sind die Zwischensequenzen sind eigentlich ganz geil. Nur leider, es wäre viel geiler gewesen, wenn Bleach so wie Naruto Storm, wenn die Reihe so gut wäre. Also wenn Bleach so gut wäre wie die Storm-Reihe. Wenn sich dieser Teil hier gut verkauft hätte, dann wäre wahrscheinlich auch ein zweiter gekommen, aber leider ist kein zweiter Teil bis jetzt angekündigt und kam auch nie. Und es wird auch nie einer kommen. Wenn ein Bleach-Spiel kommen noch sollte, dann wird es wahrscheinlich eh nur ein ganz normales Fighting-Game und nicht so. Ja. Nicht so gut erzählt jetzt wie bei Naruto Storm, ne? Ja, übrigens, Naruto Storm wird demnächst dann irgendwann auch noch kommen. Ich wollte irgendwas noch zwischen den Part, wenn Bleach zu Ende ist, werde ich wahrscheinlich das Kleine noch kurz bringen. Splatoon wird es noch ein bisschen laufen. Und dann wird Naruto Storm 1 kommen. So, aber gehen wir jetzt zur letzten Episode, Episode 14, To Protect. Ja, komm. Eigentlich hätte ich das durchlaufen lassen können, dann geht der Part noch schön lange, ne? So, seine neuen Attacken sind Kuratsusen, Kokoryu Gatutsu und Tempur Engine und halt Mugetsu. Und Mugetsu ist seine finale Form von Getsuga Tenshi, also von seinem Zanpakuto, das Schwert halt. Das heißt Zanpakuto. Gut, wir haben schöne Kombinationen Attacken wie Viereck oder in der Luft, Viereck oder Viereck, X in der Luft, Alter. Krasse Scheiße, ich weiß. Gut. Da geht's jetzt zum finalen Kampf. Ichigo's Final Ignition, also wir können jetzt erstmal noch seinen Special einsetzen. Denn das wäre OP. OP wirklich. So, er kämpft jetzt mit, er hat jetzt so eine rote Klinge. Und er ist jetzt wirklich, eigentlich ist der Ichigo mit der coolste hier im Spiel, mit das coolste hier im Spiel. Weil der kämpft halt nicht so wie normal halt. Ist schon. Ich glaube, wir können uns verwandeln, allerdings können wir ja nicht seine Special-Attack einsetzen. Deswegen verwandeln wir uns trotzdem, wa? Ich meine, warum denn nicht auch? Warum denn nicht? Gut, verwandeln wir uns mal. So, das hat er. Seine Kreisattacke ist übrigens das hier. Das ist so eine ähnliche Form wie Mugetsu, bloß ganz kurz nur halt. Aua. War es in der Luft so eine Kreisattacke? Ja, okay, das haben wir ja, kennen wir ja schon. Gut. Das ist cool. Der Ichigo gefällt mir auch hier mit am besten. Es gibt noch ein Ichigo. Aber mal gucken, wenn es die Zeit zulässt, zeige ich dir den noch. Wenn nicht, dann nicht. Oh, der Ichigo ist schon cool. Geht richtig schön schnell. Alles durchfräsen, sag ich mal. Ja, die ganzen Holos, keine Chance. Aber die Stage gefällt mir mit am besten vom ganzen Spiel. Leider ist die sehr, sehr linear bis jetzt. Und ja. Alter, Ichigo ist wirklich sehr krass stark, ne?
Geh mal tot. Hast du nicht, wenn die Schiffe die Panzer benutzen. Gut, healen wir uns nochmal und dann geht's zur nächsten Ladezone. Okay, weiter geht's. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, genau wo es jetzt hier im Manga war. Wo sind wir? Hukumono sind wir ja nicht. Wir sind in der, genau, irgendwie so war das, dass es doch hier zwei Dimensionen von der Menschenwelt erschaffen wurde. Und wir sind halt in der zweiten Dimension irgendwie. Ja, der Vater übrigens, ist Spoiler, aber der Vater von Ichigo ist auch ein Shinigami. Tut mir leid, aber es wurde gerade gespoilert, nicht von mir. Der war unten gerade zu sehen. Also eben, wer Bleach schon nicht gesehen hat, er hat Pech gehabt. Das ist so definitiv bei mir falsch. Oder es interessiert eigentlich. Bleach ist ein bisschen älter. So, können wir jetzt weiter oder kommen noch mehr Bossgegner? Es kommen noch mehr Gegner. Ach, auch noch der Menos. Aber wir schnitzen uns hier einfach durch. Noch Menos. Das sind sogar zwei, ne? Ja. Da hinter mir war noch einer, genau. Wenn die mich mal in Ruhe lassen würden. So. Der macht ein Schutzschild. Scheiß auf Schutzschild. Meine Fresse, der Ichigo ist einfach so übertrieben krass stark. Vielen Dank, Papi. The final gets your attention. The only way to defeat Eisen. Gut, rein da. War das? Kam jetzt schon Eisen? Bin mir nicht sicher. Aber ich denke schon. So, jetzt kommt der spannendste Kampf im ganzen Spiel. Der letzte Kampf. Da oben wartet er. In seiner True-Form. Oh Mann, ey. Und diese Texturen der Felsen, Alter, das ist ja wunderbar, wie das schön das aussieht. Let's do this, Eisen. This'll be over in a flash. Genau. So, dann machen wir Eisen kaputt jetzt. Verwandeln wir uns. Das ist meine Evolved-Form. Och, Junge, hör auf. Autsch. Das ist meine True-Form. Das ist meine Evolved-Form. Ja, ja, halt's Maul. Aua. Ah, nein, er hat mich in so einem Kasten gefangen. Oh, weh. Och, Junge, du siehst, ich weiß. Autsch. Gut, Special. Ne, wir können unser Ultimativ noch näher einsetzen. Stimmt ja, ich vergessen. Hier kommt zum Schluss. Ellie. Jetzt wollen wir machen nur den rechten Arm der Gerechtigkeit und. Ja. Gut. Jetzt beenden wir das mal. Ich weiß, es ist brutal, aber Ichigo wird jetzt sehr stark. Haltet euch fest, jetzt kommt der Final Get to Attention. Und wieso laber ich eigentlich rein? Das ist eigentlich ist das schön zu sehen von euch, aber für euch. Weil so eine schöne Zwischensequenz und ich laber da einfach rein, ich weiß. Ich schätze das Spiel nicht wert, es tut mir leid. Ich schäme mich schon. Ich schäme mich gerade sehr. Aber das habe ich bis jetzt immer gemacht. Und ich werde das so weiter behalten. Denn ich finde das cool, da auch noch zwischen zu reden. Wenn ihr unbedingt die Zwischensequenzen sehen wollt, dann geht woanders rein. Aber erstmal schön hier rüber geratzt. Impossible! Anscheinend ist es doch possible. Halt's Maul, Eisen. Mensch. Ja. Schönes, schwarzes Bild, ne? Ich weiß. Gut. Da hat er einen auf Saitama gemacht, wo er gegen Genos gekämpft hatte. Einfach mal die Felsen gespalten oder so ein Loch, riesen Loch rein. Gut. Jetzt wäre eigentlich das perfekte Ende für Bleach gewesen. Nein. Der Zeichner musste weitermachen. Weil eigentlich verliert Ichigo jetzt eigentlich seine ganzen, hat er jetzt eigentlich seine ganzen Shinigami-Kräfte verloren und kann halt nicht mehr sehen. Und geht halt wieder in die Menschenwelt zurück, wo er ursprünglich herkam. Aber. Ja.
So, dann gucken wir uns nochmal schön die Credits an. Ich kann mir den Controller erstmal hier schön hinlegen. Dieses scheiß Gammel PS3 Mistding. Und dann können wir uns nochmal schöne Artworks angucken, die da gerade hochscrollen. Danke, Tite Kubo, für das Zeichnen von Bleach. Du bist einer der größten, du bist einer der besten Zeichner. Nur leider kannst du nicht so gut Stories schreiben. Es tut mir leid. Du versuchst dein Bestes, aber ja. So, dann haben wir Ichigo. Wir haben hier den Cast, also okay. Da sind wir wahrscheinlich stimmen, ne? Ichigo, Kurosaki, Rukia, Orihime. Ich find's lustig, dass Spiele, dass die Charaktere hier im Spiel sind, die gar nicht so vorkommen. Haben ihre eigene Stimme, extra durften extra einsprechen. Freuen sich so, ey, ein Bleach-Spiel, wir sprechen ein. Und dann ist der Charakter nicht mal drin vorgekommen. Ich find's zum Beispiel auch ein bisschen schade. Ach hier, guck mal, der Kokuto ist von Bleach The Movie 4. Den kann ich vielleicht noch kurz reinschneiden, wenn das jetzt schneller geht. Wenn das hier schnell geht, wenn das allzu lange dauert, könnt ihr es vergessen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe das Spiel sowieso ewig gespielt, in 3 Tage. Ewig für 3 Tage, ja. So ungefähr. So. Und ich möchte jetzt mit diesem Spiel abschließen, nach 200 schieß mich tot Stunden, ist das auch endlich mal vorbei. Deswegen bin ich auch mal ein bisschen froh drüber. Wenn ihr unbedingt den letzten Charakter sehen wollt, dann könnt ihr googeln. Seid fleißig, tut was. Das Charaktermodelling. Hiroyuki Shigitomi und Kohai Hatsumura Naoyuki Hironaka. Die Charaktere, dass die Models, also die Figuren, sind sehr gut geworden. Also ich kann wirklich, dafür muss ich die Lanze brechen. Die Charaktere sind sehr gut geworden. Ich finde es nur schade, dass sie nur in diesem Spiel vergammeln. Denn wirklich, diese Charaktere, diese Figuren, die hier in dem Spiel sind, schön in HD hoch, also die sind ja schon eigentlich in HD, noch ein bisschen schöner verbessert, ein besseres Shading drüber und einfach schön in ein Kampfspiel verwenden oder halt in einen richtigen Story-Modus so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Denn diese Kapitelauswahl und einfach durchlaufen wie so ein Muso-Game und das ist nicht mal ein richtiges Muso, sondern so ein bisschen abgehacktes. Bisschen schade, die hätten eigentlich viel mehr aus diesem Spiel machen können, aber ich denke mal, denen lief die Zeit davon und die wussten halt nicht, wie sich das verkauft. Aber sagen wir mal ehrlich, ein gutes Spiel würde sich doch mehr verkaufen als dieses hier. Ja. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Die Credits laufen weiter und ich muss hier labern. Okay. Gut, dann labern wir hier ein bisschen. So, das Opening-Animation. Okay, jetzt kommen wir hier. Diese faulen Leute machen einfach viel. Oh Gott, ich könnte die schlagen. Ich glaube, in Japan hat das Spiel auch sogar ein richtiges Opening. Also mit Song und Lied und so weiter. Hier in Deutschland einfach nur irgendwelche Scheiß Hintergrundmusik. Und das ist natürlich sehr. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ah, gut, das wurde mit Paint bearbeitet. Das erklärt einiges. Wie die Hintergründe aussehen, ne? Gut, Nara-Animation. Okay, die sind auch bei Naruto dabei, ne? Okay, der Sound ist auch nicht so. Ja. Das Einzige, was geil ist, sind die Charaktere und wie sie aussehen halt, ne? Und halt ein bisschen die Videosequenzen sehen gut aus. Nur leider sind die Hintergründe nicht so krass geeignet dafür gewesen, wenn die Figuren so gut aussehen und dann der Hintergrund einfach nur so hingeklatscht aussieht. Das ist ein bisschen schade. Da ist der Yami. Das sieht aus, als wenn er hier so eine Dreier-Steckdose als Schweif hat. Ja. Ihr habt alle in eurer Auswahl einen riesen Yami drin, der versteckt sich halt nur unter der Erde und hebt seinen Schwanz hoch. Merkt euch das. Habt ihr mit mir gehört? Also falls ihr mal irgendwann erlebt, dass Erdbeben ist oder sowas, das ist der gewesen. Da. Die Lokalisation, Producer. Bedankt euch bei Haru Akinaga und bei Jack Nieder, dass das Spiel nicht auf Deutsch ist. Okay? Bedankt euch einfach. Miss Amerika macht das sowieso nicht. Die machen sowieso kaum was auf Deutsch. Jetzt habt ihr hier noch rechts im Bild noch ein bisschen Fanservice. Die hätten das ruhig auch auf Deutsch machen können. Wobei, Bleach verkauft sich. Ich glaube, die haben sowieso gedacht, das wird sich nicht großartig verkaufen. Und deswegen lassen wir es auf Englisch. Übersetzen es nur von Japanisch auf Englisch und dann lassen wir das so. Weil so krass wurde die Story hier auch nicht erzählt. Oder? Ach ja. Ich hätte auch lieber gern gesehen, wie die Eisen sich die. Es gab die ganzen Eisenformen. Nur leider hat man nicht gesehen, wie er sich verwandelt, sondern man kommt da rein in die Stage und man sieht einfach nur, wie er schon verwandelt ist. Was ein bisschen langweilig war, fand ich. Aber da werden noch ein paar Special Tanks rausgehauen. Keine Ahnung warum. Warum man sich bei denen bedankt, die haben doch auch wahrscheinlich nichts getan. Naja.
Auf jeden Fall habt ihr es verdient, auch bedankt zu werden. Wofür auch immer, was ihr getan habt. Wahrscheinlich habt ihr hier einen Kaffee gekocht für als Praktikant oder was weiß ich. Hoffentlich aber auch nur für die Model-Designer, die drei. Denn die haben wirklich gute Arbeit geleistet. Die restlichen, das waren einfach nur geklatschte Scheiße. Aber wie lange ist die Liste? Wie viele haben wir hier dran gearbeitet? Das kann doch nicht sein. Mal so ein kleines Spiel. Wer auch immer für diese Idee kam, dass man hier ewig dran hängt in diesem Level-System und dieses Story-Modus, Missions-Modus jeden Scheiß damit macht. Ja, in Kooperation mit Movie 4 Projekt. Ja, damit da eine Charakter mit reinkommt und das eine Kostüm für Ichigo. Dieses komische Totenkopf-Kostüm, was er auch im vierten Film hat. Also nichts Besonderes. Wirklich nicht. Glaub mir, ist nichts Besonderes. Was soll man noch Besonderes machen? In diesem Spiel. Soll ich jetzt nochmal die Kostüme zeigen, dann würde ich jetzt nochmal extra irgendwo rumlaufen müssen. Und da habe ich keine Lust drauf. Denn das Spiel ist nicht sonderlich groß. Es streckt sich halt einfach nur dieses scheiß fucking Level-System und dieses scheiß alles machen für 100%. Und da ich ja meistens bei Spielen versuche, also ich mag das Spiel eigentlich, also ich mag das Spiel und weil ich bei Spielen, die ich eigentlich mag, weil mir die Charaktere hier auch wirklich gut gefallen, das Move-Pool, will ich natürlich auf 100% aus. Das hat sich zwar jetzt über Jahre hinweg gezogen, also wirklich, ich habe 2011 das Spiel gehabt und habe 2016 erst 100% gehabt. Immer wieder ein bisschen. Ja, aber zumindest S-Rang gekriegt. Das ist gut. Speicher mal. Kriegt man noch irgendwas Besonderes? Ich denke, man bekommt nichts mehr nach der Sequenz, ne? Oder? Ist lange her, wo ich die Geschichte durchgespielt habe. Ich glaube, 2011 die Geschichte durchgespielt. Na? Nö. Man bekommt nichts. Das ist nett. Aber gut. Ja. Ach ja, die Collection. Ich kann euch mal kurz die Collection zeigen. Wir haben Ichigo Bankai. Wir können uns jetzt ja die Modelle angucken. So ein bisschen. So sehr schick. Aber ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt Yuri Ichigo sehen. Und die kriegt ihr jetzt zu sehen. So. Leider sieht man das Damage-Dings nicht. So. So. Mit diesem Blick verabschiede ich mich. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich unten auf Pause drücken, aber ich habe hier die beste Szene, so, besser Ausschnitt. So, gut. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und schaltet hoffentlich beim nächsten Projekt ein, beziehungsweise schaltet auch mal ein paar Splatoon ein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, denn das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich bedanke mich fürs Zusehen und man sieht sich dann hoffentlich in irgendeinem anderen Projekt von mir. Bis dann. Tschüss, euer MikuXC. Ciao.